Moin, moin und hallo zusammen. Wir sind hier bei der Feuerwehrwache Tübingen in der Innenstadt. Ja, leider sind alle großen Fahrzeuge in der Halle, so wie es aussieht. Aha, da hinten hängen auch die Helme und Klamotten. Ja, also offenbar gerade kein Einsatz. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich so ein Feuerwehrauto sehe. Finde ich ja immer toll, ne? Finde ich immer faszinierend, ja. Irgendwie die Technik und so, super Sache. Und wenn euch das auch so geht, dann könnt ihr, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, worüber ich in diesem Video reden möchte. Ich war nämlich gestern in München. Und vorab ein kleiner Einschub. Man kann über München ja viel sagen. Im Vergleich zu Stuttgart fällt aber auf, wenn ich mir in München irgendwo beim Bäcker oder so ein belegtes Brot oder belegtes Brötchen, belegte Brezel, was auch immer hole, dann bekomme ich da ein leckeres Backwerk, schön dick Butter, bisschen Salz, dann ordentlich schön mit Fleisch belegt, lecker Süßchen dazu, vielleicht noch ein paar Zwiebeln drauf, ein paar Kräuter noch dazu, ja, und das, es gibt also so richtig, ja, wisst ihr, das Ding ist so richtig üppig belegt, ja. Und auch ein bisschen kreativ, ja, schön lecker, ja, also gefällt mir alles ganz hervorragend. In Stuttgart dagegen, ja, wenn da kriegst du halt so eine so eine abgegammelte, aufgebackene Semmel, ja, oder ein Brötchen vielmehr. Und da drauf kommt dann eine Scheibe Käse, die so dünn ist, dass du Zeitung durchlesen kannst. Und da drauf diese unvermeidliche Tomatenscheibe, Krause, Petersilie, Deko. Ja. Uah, furchtbar. Ne? Also, ich muss sagen, die auf die Hand mal schnell was Belegtes vom Bäcker holen, Kultur in München ist doch viel schöner als die in, ja, hier in der Region. Da merkt man doch sehr schnell oder sehr stark die schwäbische Sparsamkeit. Nur deswegen bin ich aber nicht nach München gefahren, sondern ich war da mal wieder im Deutschen Museum. Nun, was ist das Deutsche Museum? Also im Deutschen Museum geht es um die, ja, Ausstellung und Dokumentation von Exponaten bezüglich der deutschen Kultur. Also, es gibt da eine Ausstellung von Gartenzwergen. Es hat einen Bereich, da geht es sehr stark um, ja, Zucht und Ordnung und Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Es gibt eine Ausstellung von, ja, deutschen Flaggen im Laufe der Geschichte. Es gibt eine Sammlung von Raubkunst von deutschen Kolonien. Es gibt natürlich werden Werke gezeigt von Goethe, von Schiller, von deutschen großen Musikern wie, weiß ich nicht, Bach und Beethoven oder so. Waren doch Deutsche, oder? Weiß ich. Könnten auch Österreicher gewesen sein. Oder verwechsel ich das jetzt mit Mozart? Egal. Naja, auf jeden Fall all sowas. Und genauso gut gibt es natürlich dann auch. Ja, quasi in Abhandlungen, also es gibt da so eine Reihe von Fotos, da konnte man quasi sehen, dass ja die Entwicklung des Hitlerbärtchens von damals bis in die Gegenwart hinein. Einen Raum hatten sie auch, da wurde quasi die Digitalisierung der deutschen Behörden dargestellt. Da war allerdings außer dem Faxgerät gar nichts zu sehen. Na, egal. Also an all das könnte man auf jeden Fall denken, wenn man deutsches Museum hört. Tatsächlich ist das Deutsche Museum eine Mogelpackung. Denn um all diese Dinge geht es tatsächlich gar nicht. Sondern, ja, ich glaube, der richtige Name wäre mehr, ja, weiß nicht, vielleicht sagen wir mal Technikmuseum.
Das Deutsche Museum besteht aus mehreren Standorten in der Region München und auch am Hauptstandort gibt es also mehrere Gebäude. Das heißt, sprich, das ist ein Riesenkomplex mit Ausstellungen zu unterschiedlichsten Themenbereichen. Themenfelder sind etwa die Geschichte des Bergbaus, des Maschinenbaus, der Entwicklung der Chemie, der Medizin, der Landwirtschaft, der Physik, der Raumfahrt, der Fliegerei, des Verkehrswesens, von Eisenbahnsystemen. Stellt euch vor, sowas wie das erste Mal Stahlverhüttung, ein Hochofen, ein chemischer Destillationsprozess, der erste Satellit, das erste Mal zum Mond fliegen, das erste Düsenflugzeug. Also das alles, alles, was wir heute so kennen, wurde ja irgendwann mal erfunden und in der Vergangenheit dann so Schritt für Schritt weiterentwickelt. Und das wird da alles sehr schön plastisch dargestellt. Exponate ohne Ende, und auch viele so interaktive Experimente. Man kann die meisten Sachen auch wirklich mal anfassen und nicht nur gucken und kommt auch richtig nah dran. Und also jeder, der so ein bisschen technikaffin ist, total super Museum. Das erste Mal war ich im Deutschen Museum vor rund 20 Jahren. Und damals, ich erinnere mich noch, das war kurz nach meinem Physikstudium und besonders interessant war ich, fand ich dann natürlich die Darlegung der Physik mit all ihren Standardexperimenten des Grundstudiums. Ja, also Wellenoptik, Strahlenoptik, Pendel, Pulsar-Resonator, Schwingkreise, Magnetometer, Bestimmung der Gravitationskonstante und so weiter. Ja. Und all diese Experimente hatten sie da eben auch zum Selbstausprobieren. Ja, also es war so ein bisschen so ein Flashback in die Anfangszeit des Physikstudiums. Und auch die anderen Sachen total toll, also so Düsentriebwerke mal von innen auch zu sehen und anzufassen und zu fühlen, wie sind die Materialien und zu gucken, wie sind die verbaut oder so. Ja, weiß ich nicht. Auch so U-Boote und Geschichte des Bergbaus oder Brückenbau fand ich auch total interessant. Da, was ja früher halt diese irgendwie Bogenbrücken, dann die ersten Stahlbrücken und dann verschiedene statische Konstruktionen, die es da gibt, bis dann hin zu Spannbetonbrücken. Ja, also auch Spannbeton ist ja irgendwann mal erfunden worden. Das gab es ja nicht immer schon. Ja. Also ganz toll auf jeden Fall. Ja, ich war einigermaßen begeistert. Und das war so, also ich selbst bin ja so Kind der 80er Jahre und habe halt viele Technologieentwicklungen selbst mitgemacht. Ja, also weiß ich nicht, Erfindung der Audio-CD, oder sowas, Und aber alles, was so vor den 80er Jahren war, da kann ich mich ja nicht dran erinnern, beziehungsweise war noch nicht existent. Und das habe ich in dem Museum gelernt. Ja, ich habe quasi dann, wie soll ich sagen, also mein Technik-Geschichtsbild war damit komplett. Ne? Ich habe das gesehen, was war vor meinem Leben und dann das, was habe ich während meinen Lebzeiten schon alles erlebt an Entwicklung. Und fünf, sechs, sieben Jahre, weiß ich nicht mehr so genau, war ich dann zum zweiten Mal im Deutschen Museum. Und nachdem ich beim ersten Mal so begeistert war, war meine Erwartungshaltung natürlich entsprechend hoch. Tatsächlich muss man sagen, dass die meisten von diesen Physikexperimenten oder auch anderen Experimentierstationen, die man da so interaktiv ausprobieren konnte, waren mittlerweile schon einigermaßen kaputt und ein bisschen aus der Zeit gefallen.
Ja, auch so die ganze Aufmachung und so, das war alles schon einigermaßen renovierungsbedürftig und hat eigentlich so ist dem Anspruch eines modernen Technikmuseums nicht mehr gerecht geworden. Und dazu kam, dass mittlerweile sind natürlich zusätzliche Exponate in die Ausstellung reingewandert, auch zum Beispiel zur Informatik und zur Computerei. Ja, und ich gehe da halt dann so durch die Ausstellung und denke mal, ja, genau, interessant. Erst einmal chemische Destillation, Erdölraffinierierung, der erste elektronische Halbleitertransistor. Und dann kamen so sporadisch einzelne Techniken, Technologien, deren Entwicklung ich aber zu Lebzeiten schon selbst mitgemacht habe. Ja, also da hatten sie so Computer ausgestellt, mit denen bin ich groß geworden, auf denen habe ich damals programmiert. Oder so Erfindung Rastertunnelmikroskop. Ja, kenne ich doch, habe ich miterlebt. Damals IBM-Labor, Nobelpreisträger, weiß ich, Space Shuttle, Raumfahrtgeschichten und ein paar Satelliten und so. Und das war so, ja, wie soll ich sagen, das war so ein Midlife-Crisis-Ding, ne? Auf einmal waren Teile meines eigenen Lebens offenbar nur noch wertvoll fürs Museum. Buchstäblich, ja. Oh Gott, ja, jetzt bist du schon so alt geworden, dass du im Museum gelandet bist. Also da bin ich irgendwie mit ganz komischen Gefühlen wieder rausgegangen aus diesem Besuch, ja. Und ja, bin dem Deutschen Museum daraufhin erstmal ein paar Jahre ferngeblieben. Ja, mittlerweile habe ich meine Midlife Crisis überwunden. Ja, habe ich hier in Form einer GS gelöst und stehe da wieder über den Dingen. Und jetzt war ich halt vor ein paar Tagen zufällig drauf gestoßen. Da gab es so eine Newsmeldung: Ah, Deutsches Museum nach langjähriger Renovierung wieder geöffnet. Oh, da habe ich gedacht, das ist ja super. Haben die das Ding renoviert? Das war ja wirklich mal renovierungsbedürftig. Und oh, schon lange her, als ich mal da war, könnte ich eigentlich mal wieder hin. War das jetzt einfach ein schöner Anlass, mal wieder vorbeizuschauen. Ja, und in der Tat ist so dieser Charme des Renovierungsbedürftigen, der ist nicht mehr vorhanden. Das ist alles wieder schön modern. Wurden natürlich die einzelnen Ausstellungsbereiche wurden neu strukturiert, mit anderen Exponaten, anders aufbereitet. Viele alte Sachen sind nicht mehr da. Dafür sind jetzt andere Dinge zu sehen. Und ich bin da halt rein und bin dann gelandet relativ früh in der Halle mit der Raumfahrt. Ja. Und ich weiß gar nicht, ja, also ich stand da in diesem Raum und ich war irgendwie, also quasi, wie nennt man das? Also zu viele Sinneseinflüsse, also das Gehirn ist quasi nicht mehr hinterhergekommen, die ganzen Eindrücke, die es da gab, zu verarbeiten. Ja? Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich die ganze Zeit nur noch denke, mein Gott, das ist ja unfassbar hier, das ist ja unglaublich, mein Gott, ist das toll, ach guck mal da, ach guck mal hier, ach schau mal und ach und ach und. Also ich war nur begeistert. Also das habe ich sonst nur, wenn ich Alpentouren mache. Der ein oder andere Stammleser weiß, worauf ich abhebe. Und genau so war das da auch. Ne? Also eine ganz tolle Ausstellung also ist auch nicht so, dass dann jetzt irgendwie zwei Satelliten irgendwie von der Decke hängen, ja? Sondern da sind halt irgendwelche, keine Ahnung, 10 oder noch mehr oder was, ja? Und dann, also große Ausstellungsstücke, kleine Stücke, dann irgendwie so eine Sojus-Kapsel da mal nachgebaut und wie man dann so als Kosmonaut da drin sitzt und Mondfähre natürlich und alles wirklich auch wirklich zum physisch zu anfassen, ja? Auch die Satelliten, dass man mal sieht, wie sie so aufgebaut sind, aus den Materialien, wie die verschweißt sind. Manchmal so Kleinigkeiten wie so eine
Hitzekachel vom Space Shuttle, also nach einem Flug, dass man halt sehen kann, wie viel davon ist denn jetzt verbrannt oder wie viel ist davon Material weggeschmolzen. Auch so ja, von International Space Station Mission, dann so Tagebucheinträge, Logbücher von den Experimenten. Ja, also ganz die ganze Raketentechnik, wie das im Laufe der Zeit entwickelt worden ist und wie umgegangen wird mit den Treibstoffen und Kühlung und ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also ganz, ganz toll. Also ich bin da wirklich aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen und das ging sogar bis ins Physische, ja, also da. Also ich habe jetzt typischerweise, also wie soll ich, andersrum. Also nach einer halben Stunde oder so habe ich gemerkt, wie mir, also buchstäblich, also wirklich buchstäblich, ja, so aus dem Mundwinkel der Sabber runterläuft, ja. Also normalerweise habe ich kein Sabber-Problem, ja. Aber da war es halt wirklich so, dass ich, also wieder, also wirklich buchstäblich, ja, eine halbe Stunde mit offenem Mund, ja, durch diesen Raum gegangen bin und nicht mehr geschluckt habe oder so. Und also Wahnsinn, ja, Wahnsinn, ja. Und andere Bereiche ähnlich interessant, ja, also dieser ganze Flugzeugbereich und so. Und auch im Medizinbereich, da hatten sie, ihr wisst ja, ich habe hier so eine Metallplatte eben am Oberschenkelknochen, die mir da so Sorge bereitet. Und genau die hatten sie da natürlich auch liegen und wie die dann mit dem Knochen verschraubt ist und so. Da hat sich dann auch so ein bisschen bestätigt, die Vermutung, dass ich eh schon hatte. Das hat mir die Physio gesagt. Ich sage, ja, wenn ich das Knie bewege, das fühlt sich alles so komisch an. Da sagt die Physio, ja, das sind die Sehnen, die da an den Schrauben entlang rubbeln. Ja. Kann nicht sein. Eigentlich ist doch da, wenn ich was verschraube, da habe ich dann doch in der Metallplatte so kleine Vertiefungen drin, wo sich dann quasi der Kopf der Schraube so wieder so reingeht, ja, dass die Oberfläche halbwegs glatt ist, ja. Und das konnte man da im Exponat genau erkennen. Da hatten sie nämlich so Knochen mit fast genau der identischen Metallplatte dran geschraubt, wie das bei mir ist, ja. Und da sieht man erstens, dass die Metallplatte doch einigermaßen dick ist und da die Schrauben tatsächlich so hervorstehen, ja, und ist wie so ein Waschbrett, ja, rubbelt dann tatsächlich die Weichteile da rum. Egal, ich schweife ab, ja. Aber ich war, also das war also ganz, ganz toll, muss ich wirklich sagen. Und ja, ich bin dahinter nur noch so wie in Trance durch die ganzen Ausstellungen durch und ja, da kann ich mir fassen können, was ich da alles so sehe und ja, ganz tolle Eindrücke. Natürlich waren auch viele Kinder da mit ihren Eltern und ich glaube, wenn man ein Kind in passendem Alter hat, ist das ein absolutes Must-Have oder Must-Do, dieses Museum aufzusuchen. Denn du musst ja als Elternteil wissen, wie ist dein Kind begabt? Ja, ist das vielseitig begabt? Ist das eher musisch begabt? Ist das eher technisch begabt? Ist das eher mathematisch begabt? Ja. Oder vielleicht auch gar nicht begabt, ja. Also das gibt es auch, liebe Eltern, ja? Auch wenn ihr das nicht wahrhaben wollt. Es gibt durchaus auch Kinder, die sind einfach nur strunzdoof, ja. Und da weiß man schon, aus denen, ja, weiß man nicht, was aus denen wird, ja. Und das willst du als Elternteil so ein bisschen rauskriegen, ja. Welche Talente hat das Kind? Für was interessiert es sich, um dann entsprechend auch zielgerichtet zu fördern, ja. Und das kriegt man da natürlich super raus, ja. Also da hast du wirklich Kinder gehabt, die natürlich nicht alle, wie gesagt, das ist unterschiedlich, je nach Begabung, ja. Aber manche, die halt in manchen Bereichen wirklich genauso glückselig wie ich da durchlaufen und Sachen ausprobieren und auf einmal anfangen, ihren Eltern zu erklären, wie eine boolesche Algebra in der Mathematik funktioniert oder irgendwie und das sind auch so skurrile Situationen.
wo du dieses Kind hast, was wirklich total aufblüht, in der Sache total aufgeht und sich so instinktiv reinfindet in so technische Logiken, ja. Und da steht die Mutter daneben und guckt irgendwie ganz irritiert und siehst halt in ihrem Gesicht wirklich so: oh Gott, Hilfe! Mein Kind kennt sich damit aus und ist da begeistert. Was soll ich nur machen? Ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Ich verstehe gar nicht, was mein fünfjähriger Sohn hier erzählt. Ja? Also wunderbar, ja. Wo ich immer mal rein wollte, ist das Technikmuseum in Speyer. Da haben sie auch so ein paar Flugzeuge und so eine alte Concorde, die man da besichtigen kann. Und jeder, der da war, sagt auch: oh, das ist total toll, muss man unbedingt mal hin. Aber ich werde das auch irgendwann mal machen. Ich glaube das auch, dass das total toll ist. Aber ich glaube, das Deutsche Museum in München ist echt nochmal so ein Faktor 10 mehr. Ja? Also allein schon von der Fläche und Ausstellungsgegenstände und Finanzierungsgewalt, die da so hintersteckt. Ja. Das Einzige, was das Deutsche Museum dringend mal bräuchte, ist ein anderer Name. Also, weil das, also mir war das wirklich Jahrzehnte lang nicht bewusst, ja, dass es so eine Einrichtung überhaupt gibt. Ja, habe da also auch nur durch Zufall von erfahren, weil bei dem Namen Deutschen Museum, also okay, ich weiß, ich bin ein bisschen komisch, ja, aber also das klingt auf mich erstmal extrem abstoßend, ja, also wenn ich mir eins im Museum nicht angucken will, dann ist das irgendwelche Deutschtümelei, ja, egal ob jetzt alte Kolonien oder Gartenzwerge, ja. Also das brauche ich nun wirklich nicht. Wobei es auch da Ausnahmen gibt. Es gibt in Stuttgart ein Haus der Geschichte, nennt es sich, glaube ich. Und da ist so ein bisschen aufbereitet die, ja, Geschichte bis in die Gegenwart von Baden-Württemberg. Also sozusagen das Wesen und der Charakter des Baden-Württembergers wird da ausgestellt. Und das ist tatsächlich auch super gemacht. Da war ich vor etlichen Jahren mal. Also die haben einen sehr schönen Weg gefunden, das typisch Schwäbische darzustellen, oder typisch Badische natürlich auch, ohne da jetzt in so dumpfes, ja, wie soll ich sagen, Getue zu verfallen. Ja, haben das teilweise auch so ein bisschen ironisch und mit Augenzwinkern gemacht, so, und das, ne, Häusle bauen und das Land der Bausparverträge und sowas auch. Also wirklich schön gemachte Geschichte. Also wenn ihr da in Stuttgart seid, Haus der Geschichte kann ich durchaus empfehlen. Und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber es wird mich nicht wundern, wenn da auch ein belegtes Brötchen ausgestellt ist, wo ja, belegt, wirklich sehr sparsam ausgelegt wird. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.